Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Wir werden heute aus der Vault hinausgehen und neue Abenteuer bestehen. So, wir werden jetzt hier eintreten. Möchtest du etwas ändern? Nein, wir wollen nichts ändern. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Ich danke Vault-Tec auch dafür, dass Sie uns da unten eingesperrt haben. Die Menschen, die sich einen Platz nochmal angesichert hatten. Okay. Das habe ich jetzt nicht richtig vorgelesen, das könnt ihr mal selber machen. Oder länger? Okay. Die Menschen. Jetzt ist es weg. Im Kampf verlässt sich die Polizeimodell des Protektor auf starke Nahkampfangriffe und schmerzhafte Elektroschocks. Oh, es lädt aber ganz schön schnell, habe ich irgendwie langsamer in Erinnerung. Und da, das Feeling, es ist alles, wir werden geblendet, es ist hell draußen und... Puh. So. Und da gewinnen sich unsere Augen langsam die Helligkeit. Ist ein bisschen überzeichnet, vielleicht die Helligkeit, Einstellungen, Gameplay, in Pip-Boy speichern, sehen wir beim Warten speichern, beim Reisen speichern, beim Ausruhen speichern. Erstmal können wir mal speichern, das ist eigentlich eine gute Idee. So. Falls es jetzt irgendwie abstürzen sollte, was ich nicht glaube. Eigentlich wollte ich ja... Ich glaube, es geht hier aber nicht. Einstellungen. Anzeige. Figuren ausblenden, Gegenstände ausblenden, Objekte ausblenden, Gras ausblenden. Nee. Man kann hier nicht... Anzeige, Steuerung, Gameplay. Man kann hier nicht das irgendwie ein bisschen dunkler machen. Das werde ich aber... Wenn ich das Spiel ausgemacht habe, mal machen. Wir können dafür sehr weit gucken. Sehr weit und der Computer sagt, ja. Wird immer heißer. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter spielen hier. Und dann mache ich auch erstmal eine Pause. Also zwei Parts nehme ich jetzt auch. Der zweite Part jetzt hier und dann reicht es auch erstmal für heute, glaube ich. Ich kann mich auch nicht überstrapazieren hier. Suchen. Aha. Na, irgendwie raufdrücken, aber das bringt mir gar nicht. What? Ja, hier sind natürlich alle verbrannt. Aber da wir jetzt hier rausgehen können, müssen ja auf jeden Fall schon ein paar Jahre vergangen sein. Ne? Also die Strahlung haben uns jetzt noch nicht umgebracht. Nee. Ach nein, na, ach, ich bin so blöde, jetzt fahre ich wieder runter. Ja, das war wieder mein Fail, warum gehe ich da auch nochmal rauf, ne? Ich meine, ein Scheiß. So eine Scheiße hier. Na, wenigstens lädt das nicht mehr so ewig. Naja, nehmen wir nochmal hier diese schöne Animation von dem. Und so. Raus. Ja, los, lass mich auch raus. Und bin schon wieder da. Das war jetzt nicht meine Absicht. So, gehen wir mal rum und gehen wieder hoch. So. Ja, neuer Versuch. Da oben wollen wir hin. Wir fahren nochmal rauf. Was für ein Mist. So, aber jetzt, wir werden
da nicht nochmal rauftreten. Und uns einfach mal hier ein bisschen umsehen. Ist noch nicht mehr so viel. Hier ist ein Auto. Hallo? Keiner da. Reifen gibt es. Kann man rumspielen. Das ist schon schön. Oh, haben wir hier einen Tischventilator, der sogar sich noch gedreht hat. Wo man Strom her hat. Stuhl kann ich nicht. Man kann sich hinsetzen. Also Skelette kann man nicht aufheben aus einem Grund. Da soll man nicht mit Toten spielen oder so. Kegeln. Shift und sprinten. Ja, ist schön. Was haben wir hier? Schlammbohnen. Tja, wir gehen jetzt erstmal in unsere alte Stadt und altes Dörfchen hier. Guck mal hier, das Wasser ist nicht trinkbar, nicht allerdings Strahlungsschaden. Aber wir kriegen so keinen Strahlungsschaden, denn natürlich alles erkunden hier. Aber ich glaube, wir gehen erstmal in die Stadt rein und gucken mal, wie es hier so aussieht. Nicht mehr so schön wie damals. Deckt Sanctuary. Schrank ist leer. Koffer ist eine Haarkammer drin. Sie gesehen. Bewaffnet. Mit seltsamen Outfits. Nur Miss Roses Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unaufsichtig zu lassen. Nicht wie in dieser Familie, Sir. Sie und ihre Frau sind ein so verantwortungsbewusstes Paar. Wo ist sie überhaupt? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese
schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade. Schon liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total lustig. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Oh, Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebrochen. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ja, du hast Probleme, du. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Nein, weil mir... Was weißt du? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Danke, Cotsworth. Dankeschön. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Nein. Hier ist nichts mehr übrig. Alles ist fort. Wenn Sie in unbekannte Gefilde aufbrechen möchten, nur zu. Ich werde das Viertel während Ihrer Abwesenheit bewachen. Es ist wunderbar. Also wir werden uns selber umsehen. Cotsworth braucht uns nicht helfen, das schauen wir schon alleine. Hier ist das Fahrrad von kleinen Sean. Dann die Benutzer, das Dreirad. Ah, steht sogar. Ja, also wir haben erfahren... Habe ich das Gefühl, der wurde umprogrammiert oder so? Sagen also, Sie Bescheid, Sir. Jetzt schon? Habe ich was Falsches gesagt? Ja, hast du. Also, es sind 200 Jahre vergangen, sagt er. Also, wenn das 200 Jahre vergangen sind, ist die Frage, wann sind die Leute gekommen und haben schon geklaut? War das vor 100 Jahren? War es gerade eben halt? Man weiß es ja nicht. Das ist ein bisschen, naja. Ihr könnt also schon lange tot sein. Man weiß es nicht. Oh, da habe ich den Globus mitgenommen. Was haben wir hier? Kaffeedose. Komische Dinge. Komische Dinge. Nehmen wir alles mit. Bratpfanne. Das ist unser Haus auf jeden Fall hier. Wenn man
natürlich das Ruderband, das können wir uns nochmal anschauen. Das Handy-Treibstoff. Kaffeekanne. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir die Kaffeekanne nicht da reingepackt haben. Doch einer gewohnt. Auto, Baby, du hast die andere auch. Ach, hier ist ein Spezialauto. Ja, hier ist ein Special-Buch. Babyrasse. Du bist Special-Buch. Wir nehmen natürlich ein Intelligenzpunkt oder ein Charisma-Punkt. Ich bin für Intelligenzpunkt. Damit wir noch mehr Intelligenz haben. Statistiken. Jetzt haben wir nämlich schon 9 Intelligenzpunkte. Wir erhalten jetzt schon ziemlich viel Erfahrung. Skills haben wir noch gar nichts. T für Skill-Tabelle. Genau, also wir haben ja sehr viel Intelligenz, das heißt, wir können jetzt auch schon hier auf Ebene 9 zum Beispiel nuklear Physiker spaltet. So. Das könnte man jetzt auch noch so lernen. Wir haben aber noch gar keinen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist Wahrnehmung hier. Taschendiebstahl eigentlich auch nicht. Was ist denn das? Mit Schlösserknacken. Hier. Schlösserknacken. Das heißt, brauchen wir Wahrnehmung auf 4. Damit wir Schlösserknacken machen können. Das heißt, wir sollten den nächsten Punkt auf Wahrnehmung packen. Ja, wir kriegen. Schlösser öffnen können. Weiter um. Das ist also natürlich ziemlich kaputt. So. Hier haben wir noch Krognacken. Ja. Kritische Treffer bei Nahkampfwaffe. Das ist mehr Schaden. Das ist schön. Ich war hier halt auch schon und hatte die halt auch schon freigeschaltet, weil da war ich noch nicht. Also dass man hier bauen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon kann. Ich glaube, wenn man hier rangeht, kann man das jetzt, ja. Entfernen kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Ja, genau. Also man kann alles mögliche bauen, entfernen, machen, tun. Lassen wir jetzt erstmal. Eine extra Folge für machen, weil wir dann halt nur bauen werden. Auf dem Werk, so, ich fahre mal, gucken wir das mal um. Kerze. Rotes Kleid. Tja, mir ist hier auch gar nicht. Mir ist hier gar nicht gut. Soweit so gut. Ich möchte gerne wieder Frau sorgen.
Das Strahlung schon, das habe ich einfach nicht viel. Toaster ist hier drin. Spiegelschrank. Oh, hier. Das können wir halt nur nicht öffnen. Und auch einsteigen können wir. Wir haben 3 Haarklammern übrig. Ein Ticken noch. Immer noch ein Ticken. Wie schön. Oh, Patronen. Noch eine Pistole. Kriegsgeld, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir nehmen Fleisch. Ja, eine schwarze Hose und Weste. Toaster. Kaugummi. Nuka-Cola. Oh, hier. Hundenopf. Ist doch so wunderbar. Das sieht mir ein bisschen kaputt aus. Aber man kann ja alles aufräumen, wenn man möchte. Aber deswegen machen wir mal in einer anderen Folge alles aufräumen. Gehen wir uns erstmal jetzt hier rum, was wir alles so mitnehmen können. Fahrzeug. Und hier haben wir noch Patronen. Baseball. Gelbwandpinsel. Gucken. Wir haben auch dieses Haus abgearbeitet. Mal sehen, ob wir das komplette Dorf für heute schaffen. Das ist kaputt. Okay, jetzt sollten wir unbedingt mal Status, Dateninventar, Hilfsmittel. Ah, nein, Kuh war es doch. 19. Wir sterben noch. So überlebt. Wäre auch schlimm, wenn wir jetzt gestorben wären. Und ich habe viel zu viel Munition verballert. Ich muss echt ruhiger werden. Aber da stand ja auch gerade, wir haben die Quest geschafft. Mehr böse Viehe gibt es hier wohl nicht, angeblich. Dann jetzt aber erstmal gleich ein Bett bauen und sonst schlafen. Herzschlaggeräusch hier. Oh, hier war auch mal einer. Eine Impro-Pistole gibt es sogar hier. Habe ich selber nicht gefunden gehabt. Fair.
sehr Lampe. Ein sauberer Anzug. Skinpack. Ein Skinpack brauchen wir noch, die kann ich jetzt nicht benutzen. Lieber schlafen gehen, das sollte uns nämlich heilen. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt vielleicht noch ein Bett bauen. Oder das machen wir auch in der nächsten Folge. Mal schauen. Also das haben wir auch durchsucht, das Haus. Hier gibt es auch soweit nichts mehr, obwohl ich erinnere mich, dass ich hier noch was gefunden hatte. Irgendwo, als ich gespielt hatte. Und zwar ein Keller. Und in dem Keller war auch ein Bett drin. Das ist die Frage, wo war der Keller? Hier war der Keller. Gehen wir nämlich jetzt in den Keller rein. Wurzellager. Erstmal. Ich würde gerne. Nein. Die Waffe wegtun. Ich würde gerne die Waffe wegtun. Waffe weg. X, nicht X war ja lauer. Z, R, T, J. J ist Quests. Ich habe keine Ahnung, wie man die Waffe wegtut. Na, jetzt will ich mir jetzt mal nochmal rausfinden. Erstmal hier das Essen mit. Teen, ein Goldbahn noch nicht. Also hier hat, wollte auf jeden Fall irgendjemand überleben. Vielleicht hat er ja drüber gelebt. Man weiß es nicht so genau. Geld. Kann ich auch nicht mehr verkaufen. Was zu trinken. Schaufel. Sicherheitshalber werden wir jetzt nochmal speichern. Steht hier überschreiben, ja. Das Schloss sieht stabil aus. Oh, das ist zu schwer für mich. Wir werden jetzt einfach mal schlafen. 8 Stunden. Dann sollten wir nämlich auch wieder geheilt sein. Ja, dann sind wir auch wieder geheilt, zumindest soweit. Bis zu diesem klitzekleinen Pitzelpunkt. Und ja, wie ihr sehen könnt, das ist mal eine Nacht. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt Taschenlampe aktiviert. Ja, Schnellreise, Schrot. Ja, Tischlampe. Gucken wir nochmal in Einstellung, Steuerung rein. Ziehen. Und da alles R. Pip-Boy. Aufspringen, Bad schleichen, laufen, immer laufen, automatisch schnell speichern. Schnell speichern seit 5 übrigens, ist gut zu wissen. Hä, ich muss aber eine Taschenlampe gehen. Angriff. Zehner Schlag. Fang. Pip-Boy-Tab. Kopf, Sprint, schleichen, laufen. Ah, lange Tab drücken. Das ist eine Taschenlampe. Ach. Jetzt habe ich die Aufnahme wieder versaut, weil ich darf natürlich.
hier nämlich rumdrücke, dann passiert das. Folgen wir mal. Das ist doch blöd, ey. Ich darf nämlich nicht 1 drücken. Ich weiß gar nicht, wie viel weg ist. Naja, das ist jetzt halt so. Das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, da hört man mich halt nur. Jetzt muss ich rausschneiden, aber ich labere ja trotzdem rum. Also wie man sieht, sieht man nicht viel. Tun wir aber mal so die Dunkelstelle mal nach. Ich muss nochmal Kronkorken. Hier war ich ja auch schon drin. Also die Nacht ist auf jeden Fall sehr dunkel. Aber das finde ich in der Atmosphäre ganz gut. War ich hier schon drin? Ah, hier war ich schon drin. Da Bläfling drin. So, also wir haben diese Stadt auf jeden Fall schon mal halb erkundet. Da hinten gibt es natürlich noch mehr Häuser. Wir werden jetzt einfach mal hier an der Stelle den Part beenden. Den muss ich mir gleich mal angucken, wie viel davon schwarz ist. Ich sag meh und sage, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.